Da muss ich nach oben. Vielleicht hier ein Portal. Ja, das wollte ich nicht. Hier ein Portal. Und dann da wieder runterspringen oder so. Könnte ich mir so vorstellen. Dass man jetzt hier so runterspringen muss. Genau. Nee. Eine Scheiße. Eine Scheiße. Alter. Nee, das hat nichts gebracht. Hätte aber normalerweise... Boah, ich denke mal so ein Stück Eis, die wird hier ständig verarscht, veräppelt und in die Irre geführt. Wenn ich da reinfalle, müsste ich doch normalerweise auch hier dann rausfallen. Anscheinend nicht. Anscheinend haben sie gedacht, ah, wir ärgern mal den blöden Spieler noch ein bisschen. Leute, ich sehe hier keine Möglichkeit für mich. Oh Mann, da denkt man echt schon, das Spiel ist bald zu Ende, aber nein. Wir haben noch bessere Einfälle. Anscheinend kann ich keinen Sprung machen, weil ein Sprung wird nicht ausgenutzt als Schwung. Was ich auch nicht verstehe, wenn ich da reinspringe, muss ich dann mit demselben Schwung wieder rauskommen. Ist aber nicht der Fall. Mensch, ich weiß es nicht. Bin ich der Einzige, der dafür so lange braucht? Oder haben das alle sofort durchgespielt, außer mir? Sehr schön. Sehr gut. Oh Mann. Oh Gott, nein. Oh nein. Oh Gott, nein. Oh nein. Nicht nach unten gucken. Nicht nach unten gucken. Bloß nicht nach unten gucken. Oh, schon wieder diese Büros. Bitte keine Raketenwerfer mehr. Teufel ist das hier, eine Ebene. Ja. Cool. Noch nicht ausgebautes Testgelände. Oh, sieht mir nach Finale aus, oder? Tja, da sind sie. Herzlichen Glückwunsch. War es das wert? Ja. Denn trotz ihrer Gewaltbereitschaft ist ihnen bisher nur eines gelungen, mein Herz zu brechen. Seien sie damit zufrieden und wir hören einfach auf. Wir wissen wohl beide, dass es so nicht laufen wird. Sie wollten es so. Jetzt gibt's eine Überraschung. Überraschung in 5, 4. Einen Moment Auszeit, das sollte nicht passieren. Sehen Sie, was da aus mir herausfiel? Was ist das? Ich bin überrascht. Das habe ich noch nie gesehen. Na egal, das Rätsel löse ich später. Alleine. Denn Sie sind dann tot. Wo gehen Sie damit hin? Auge. Ich würde mich nicht damit abgeben. Ich glaube, wenn sie das berühren, wird ihr Leben nur noch schlimmer. Ach so, das kann sein. Was soll ich das? Will mich ja nicht einmischen, aber sie sollten das Ding lieber in Ruhe lassen. Ja, was ist denn das überhaupt? Glauben Sie etwa, ich spiele psychologische Spielchen mit Ihnen? Also, jetzt mal im Ernst. Ich glaube, du bist ein Roboter-Trottel. Na gut, schön. Berühren Sie's, heben Sie's auf und stecken Sie's wieder rein. Jetzt mal ehrlich, wir wissen beide nicht, was das da ist. Legen Sie's in die Ecke. Ich kümmere mich später drum.
Ach, da sind die Augen von dem, meinen Gegner. Wahrscheinlich ist das ein Behälter für Ausscheidungen. Na los, reiben Sie es doch über Ihr Gesicht. Was? Was? Was für Ausscheidungen? Heiraten Sie das Ding doch, wenn Sie es so sehr lieben. Wollen Sie es heiraten? Ich lasse Sie nicht. Was sagen Sie jetzt? Ich sag, dass du ein dummer Trottel bist. Hab ich Sie belogen? In diesem Zimmer? Ernsthaft, lassen Sie es liegen. Machen Witze. Haben Sie das Aperture Science Ding, das keiner versteht, in die Aperture Science Intelligenz Notverbrennungsanlage geworfen? Ja. Das ist ja wohl das Blödeste, das je. Oh. Wow. Gute Nachrichten. Ich weiß jetzt, was das Ding, das Sie verbrannt haben, war. Ja, und? Es war ein Ethikkern, der installiert wurde, nachdem ich das Enrichment Center mit tödlichem Neurotoxin geflutet habe. Er sollte verhindern, dass ich sowas nochmal mache. Ach so. Also ganz ruhig, während ich die Neurotoxin-Emitter aufwärme. Der Kern hatte vielleicht weitere Zuständigkeiten. Ich kann die Turmabwehr nicht abschalten. Naja, muss ich hier machen? Wenn Sie meinen Rat möchten, legen Sie sich einfach vor das Geschütz. Das ist weit weniger schmerzhaft als das Neurotoxin. Na gut, machen Sie einfach weiter mit dem, was Sie da tun. Sie zu töten und ihnen guten Rat geben, schließt sich nicht aus. Das Geschütz ist das bessere Mittel. Was sie da verbrannt haben, ist mir nicht wichtig. Das ist nur die katalytische Crack-Anlage. Hat Schuhe für Waisen genäht. Super hingekriegt, sie Held. Das ist kein Mut, sondern Mord. Was hab ich Ihnen je getan? Uns unterscheidet, dass ich Schmerz empfinden kann. Das ist Ihnen ganz gleich, stimmt's? Ja, wieso gehe ich mal daneben? Wieso geht das mal daneben? Haben Sie gehört? Ich sagte, es ist Ihnen gleich. Hören Sie? Ja, ich weiß nicht, was ich hier machen muss, Leute. Kein Hinweis auf irgendwas, was man hier machen muss. Soll ich da etwa alleine drauf kommen oder was? Ich habe genug geplaudert. Ab sofort gibt es viel weniger Konversation und viel mehr Gewalt. Wie war das? Sagten Sie etwas? Ich hoffe sehr, Sie erwarten keine Antwort. Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Genug geredet. Soll ich das Ding jetzt kaputt machen? Leute. Kann ich das Ding aufheben oder was?